Hi ho und herzlich willkommen zu den Rutschspielen 2018. Entschuldigung. Und willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Heute ist Mittwoch und ich freue mich wie ein Schneekönig, weil. Und ich fange jetzt schon mal an, es euch zu erzählen. Am Freitagsvideo kriegt ihr es auch nochmal mit und dann werdet ihr es nochmal mitkriegen, aber seid da drum. Ich habe unglaublich viel zu tun. Die nächsten 2 Wochen. Also diese Woche jetzt habe ich noch nicht so viel zu tun, aber dann ab. Entschuldigt mich. Ich muss ganz kurz nachgucken. Ja, ab dem 15. habe ich unglaublich. Na gut, sagen wir mal, der 16., weil ich bin ja gute Katholikin und der 15. ist ein Sonntag. Habe ich auf jeden Fall extrem viel zu tun, weil wie ihr vielleicht wisst oder auch nicht wisst oder wie ihr jetzt von mir gerade erfahrt, werde ich dieses Jahr 25 und ich habe eine für meine Verhältnisse Big Sause vor. Und vor allem habe ich was Besonderes für mich geplant, nämlich dass ich meinen Verwandten einen kleinen Vortrag zum Thema Autismus halten möchte. Und diesen Vortrag muss ich ein bisschen vorbereiten, weil ich möchte einfach mal schauen, ja, wie die Leute darauf reagieren und so weiter und so weiter. Und dann, entschuldigt, 1. August werde ich euch die Geschichte erzählen, wie sie reagiert haben. Oder vielleicht mache ich auch einen kleinen Blog dazu, das weiß ich noch nicht, das müssen wir dann sehen. Aber auf jeden Fall ist es dadurch, dass das eben so ist, ist es so, dass ich die nächsten. Die. Entschuldigung, dass ich kriege gerade Konzentrationsbonus minus 10.000. Ja, auf jeden Fall ist es dadurch so, dass ich die nächsten 2 Wochen sehr eingespannt bin. Und zwar vom 15. bis zum 22. Vorbereitungen und dann vom 22. bis zum 29. wahrscheinlich mit den Nachwehen von meinem Geburtstag. Und ja. Da habe ich mir jetzt gedacht, dass ich so gesehen mir sowas wie einen kleinen Urlaub nehme. Und ja, gut. Das war eigentlich soweit so der Anfang. Ja, und jetzt kommen wir zu meinem heutigen Video. Meine Güte, das entschuldigt mein eigentliches Video ist, ja, kommt jetzt. Also, alle, die jetzt, ich muss mir schnell selbst schon zeigen. Ach, wisst ihr was, ich gucke es eh nicht an, also ich lasse es stecken. Also, ich wollte gerade sagen, gebt mir ein Zeichen, damit ich dann euch ein Zeichen geben kann, dass ihr dorthin vorspulen könnt, aber das vergesse ich eh wieder. Also, ich erzähle euch jetzt eine Geschichte, die eigentlich keine Geschichte ist, sondern eher so ein kleines Review, so ein kleines Zeigen, so einen kleinen Test. Bin manchmal so langeweilemäßig, teste ich gerne Artikel aus der Drogerie oder auch manchmal einfach so Sachen, die ich gerade gelesen habe. Und ich hatte das Gefühl, die letzte Zeit, ich fühle mich nicht so ganz frisch im Gesicht. Und mein Gesicht hat auch richtig Pickel geschlagen, was wahrscheinlich an der Periode lag, aber war mal nicht so. Könnte aber auch andere Gründe gehabt haben. Und dann habe ich mir so gedacht, was mache ich jetzt? Und vor allem habe ich geschwitzt vom Sommer und dann wollte ich eben irgendwas, was so ein bisschen erfrischt. Und dann habe ich zufälligerweise habe ich in der Woche einen Termin gehabt mit meiner Pflegerin und wir sollten dann mit der zu DM gegangen. Hi übrigens an der Stelle. Ja. Und dann war das Erste, was ich entdeckt hatte, so Spray, das ist im Prinzip nichts anderes gewesen als Wasser mit Duft drin, den man sich dann ins Gesicht sprühen kann, um sich erfrischt zu fühlen. Nur der war leider ausverkauft. Pech gehabt für mich. Dumm gelaufen. Ich wollte nämlich entweder Melone oder Pfirsich und ausgerechnet nur noch war da duftlos oder mit Zitrone. Da habe ich mir gedacht, nee, ach, Zitrone will ich nicht riechen, dann riecht man immer wie diese Dinger, die man kriegt, wenn man Pommes isst am Hähnchenstand oder am Hähnchen und diese Fettfinger hat und sich dann da diese Hände abwischt. Also nö, danach wollte ich nicht riechen. Und meine zweite Option war, ich habe nie Zellenwasser entdeckt und ich wusste nicht einmal im Ansatz, was es ist. Ich dachte einfach, es ist irgend so ein Erfrischungszeug. Und ich habe es dann auch gekauft. Also
Eigenes Geld, nicht gesponsert, nur um es nochmal ganz kurz anzumerken. So hier. Und ja. Und das ist mit Orangenblütenwasser und stinkt ehrlich gesagt widerwärtig, aber das ist eine andere Geschichte. Und das kann man dann entweder auf so ein Wattepad drauf machen, worauf ich aber nicht so Lust habe, weil ich finde die Gedanken so mit Wattepad eklig, ehrlich gesagt. Und dann habe ich eben mir an dem Tag eben auch noch Einwegwaschlappen geholt. Und und da kann man es sich so drauf träufeln. 10 Jahre später, sie träufelte immer noch. Entschuldigt. Ja, und dann es ist voll eklig, als Vorwarnung. Nee, also wer einen schwachen Magen hat, und dann kann man eben das so machen und sich da ein Gesicht und dann löst sich da wirklich der Schmutz. Geht wirklich was runter. Also, ich war selbst schockiert. Und ich bin gerade sauber, da ich das regelmäßiger benutze. Also, es ist nicht so, dass ich ein Dreckspatz gerade bin und seit Tagen mich nicht gewaschen hätte, sondern es ist wirklich so ein Zeug, das funktioniert. Und es ist nass. Ja. Wasser ist immer nass. Als kleine Vorwarnung für alle, die genauso wie ich Wasser hassen, Wasser ist nass. Aber ich muss sagen, es ist wirklich so, dass man danach ein viel saubereres Gefühl hat. Und vor allem, also ich muss sagen, was mir aufgefallen ist, ist, wenn ich dann die an der Rückseite anfasse, habe ich immer so ein Gefühl, dass, wie so ein Schaum in der Hand. Und auch andererseits muss ich aber auch sagen, dass man auf jeden Fall das Gefühl hat, man ist weniger fettig. Also, ich mache jetzt nur mal die eine Gesichtshälfte, wo man gar keinen Unterschied sehen wird, aber naja, man kann es ja mal versuchen. Auf der Verpackung steht drauf, Reinigung ohne Rubbeln. Aber ich bin das Rubbeln so gewöhnt, weil ich früher so ein Dreckspatz war, dass ich immer vergessen habe, mich zu putzen. Und dann musste ich immer den Dreck runterrubbeln, weil das, dass ich. Entschuldigung. Diesmal nicht, aber früher immer. Sekunde. Auf jeden Fall entschuldigt. Ich hatte da gerade eine ganz fiese Mini-Fliege, die mich genervt hat wie Sau. Und ja. Und dann kann man sich da halt damit putzen und dann geht halt der Dreck schneller weg und man spart sich auf jeden Fall ein bisschen, ein bisschen Putzzeit. Ja, man muss es nicht abspülen. Und ja, es ist ohne Parfüm und ohne Alkohol. Was übrigens nochmal geschrieben wird mit ohne Ethanol. Ja, meine bisherige Erfahrung ist, manchmal ist es super, manchmal kriege ich davon ganz fiese Rötungen ins Gesicht. Aber meine Mutter und ich, wir sind uns noch nicht ganz sicher, ob es an dem Wasser liegt oder ob es am Stress, den ich habe, liegt. Und ja, darum werde ich euch da bei Gelegenheit dann mal nach meinem Geburtstag nochmal was drüber erzählen, vielleicht. Was ich so lustig finde, ist, ich dachte ja erst, ich habe da jetzt pures Wasser gekauft, aber es schaumt halt wirklich. Wenn es ein bisschen schüttelt, schaumt es wie verrückt. Ja, was kann ich euch noch erzählen? Ich persönlich, als ich dann mal im Internet recherchiert habe, was Mietzellen sind oder Mietzellen oder wie auch immer, ich finde, das klingt jetzt nicht unbedingt nur gut. Aber ja, ich wollte es euch einfach mal erzählen. Gut, ich würde sagen, jetzt haben wir schon wieder so ein ewig langes Video, weil ich am Anfang nicht zu Potte gekommen bin. Und darum beende ich dieses Video jetzt. Bitte wundert euch nicht, falls die nächsten Videos so aussehen wie dieses hier. Aber ich bin gerade am etwas Vorarbeiten für die nächste Zeit. Gut, also ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns dann übrigens wieder am Freitag. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch schon mal Miezellenwasser probiert habt oder nicht. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.redmail@outlook.com. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.